Ja, willkommen zurück. Noch sind wir hier sicher, irgendwo in, naja, mehr oder weniger heimeligen vier Wänden. Und eine Decke und ein Boden ist sogar auch da. Da wurde uns aber viel gegönnt. Aber ich fürchte, wir begeben uns sehr schnell wieder in feindliches Gebiet. Schneller, als mir es unbedingt lieb wäre. Haben wir hier noch irgendwo was Schickes? Ich muss mich immer überall umschauen. Kann man hier rausgucken? Ah, so ein bisschen. Aber es ist jetzt nichts Spannendes draußen. Würde ich mal behaupten. Oh. Ein weiterer Spiegel mit einer. Wer war das? Ja, mit einer mysteriösen Dame. Wir können hier auch raus, scheinbar. Das ist jetzt wieder sehr interessant. Wir können entweder hier raus. Ich gucke gerade mal, was das ist. Wo wir da genau hinkommen. Okay. Genau. Jetzt sind wir hier draußen. Wieder im wirklich gefährlichen Gebiet, da will ich gerade gar nicht hin, da hat es mir da drin doch deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Ah, jetzt sind wir wieder im Unterschlupf, genau, und da ist jetzt der Spiegel. Dann gehen wir zunächst einmal in den Spiegel rein. Was haben wir hier noch? Hinein sehen, ja, jetzt noch nicht. Ah, hier ist, das ist, glaube ich, die Beacon-Nervenklinik da auf der Zeitung und eine schöne alte Uhr. Na gut, okay, wir sehen mal hinein. Hallo? Ach, man darf nicht zu nah hinstehen. Ah, es blendet natürlich wieder sehr. Sebastians Zimmer. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Gut, da waren wir natürlich auch schon mal, ja. Auch hier ist eine Werkbank. Aha. Wen haben wir denn da? Auch hier ist eine Werkbank. Auch hier können wir noch craften, theoretisch. So wie es aussieht. Da, ob wir da reinkommen, weiß ich nicht. Ah. Ach du Heilige. Okay. Alles klar. Nee, kein Problem. Wir hocken uns mal auf diesen wunderschönen Rollstuhl. Und cruisen einfach das, den Rest vom Let's Play in dem Rollstuhl entlang. Auch mal nicht schlecht. Ja. Genau das habe ich befürchtet, dass das jetzt passiert. Ich sehe ungefähr genauso viel wie ihr, und zwar nichts. Ah ja, doch jetzt. Ja. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Da haben wir die feine Dame. Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Ja, danke. Sie schon danke. Wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Natürlich. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie die Tatjana. Müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Aha, mit schönen Spritzen injiziert. Natürlich. So wie früher. Gerne. Okay, wir können jetzt nämlich hier uns quasi verbessern. Genau, okay, wir können jetzt hier. Wir haben einerseits Gesundheit, da können wir wahrscheinlich einfach die Gesundheit erhöhen. Und alles, was damit zusammenhängt. Regeneration, Athletik, auch hier wahrscheinlich eher schneller sprinten und länger sprinten. Heilung, damit wir an hier schneller regenerieren und hier einfach mehr. Und Widerstandsfähigkeit verbessern, okay. List, da können wir uns besser verstecken, auch das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und Kampf, da haben wir wahrscheinlich mehr Schaden. Dürfen wir alles mal anschauen. Jetzt hier in diesem Teil wollen wir mal, in dieser Folge wollen wir mal ein bisschen Leveln anschauen, wie das hier genau funktioniert, was wir für Optionen haben. Okay, verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Das haben wir hier mehrmals. Haben wir hier noch irgendwelche Verbesserungspfade? Brauchen wir nochmal was anderes? Ein rotes Gel. Okay, es gibt es wohl mittlerweile auch rotes Gel. Und synaptischer Fokus. Ach genau, okay, das geht da einfach nur weiter, oder? Ah, man kann beim Zielen die Zeit verlangsamen. Sehr praktisch, aber bis wir da hinkommen, wird es sicher dauern. Oh, das kostet 75.000. Ach du Heilige. Okay, Schusshaltung 1. Ja, genau, verringerter Rückstoß. Auch das ist natürlich interessant. 20.000. Das ist noch etwas besser. Naja. Mehr Schaden bei Nahkampfangriffen. Auch das ist interessant. Aber wir haben eh nur 1.700 grünes Gel. Hier können wir, glaube ich, schon mal gar nichts machen. Ja, wir können das eine. Was war das noch gleich? Ach genau, verringert das Wackeln. Ja, kann man sich überlegen. Wir schauen mal noch weiter, was es noch gibt. Bei Gesundheit haben wir hier, steigert das Maximum der Lebensanzeige. Das klingt auch ganz interessant. Genau, wir können es dann am Ende bis zu 200%, also aufs Doppelte quasi steigern. Okay, wir haben hier irgendwie eine Heilung kurz vor dem Tod.
Aha, interessant. Das kann man noch mal ein bisschen verbessern. Weiß jetzt nicht, ob wir das brauchen. Aha, okay, ja. Okay, also wenn es einen besonders starken Angriff hat, dann bleiben wir noch gerade so am Leben. Gut, ist alles ganz interessant. Das Zähigkeit klingt, finde ich, fast am besten. Von denen, der Rest, ja, kann man sich überlegen. Ausdauer steigert das Maximum der Ausdaueranzeige. Ja, hier wahrscheinlich irgendwie... Okay, Angriffe ausweichen. Gut, das sollte ich vielleicht auch immer mal machen. Okay, ja. Alles klar, was haben wir noch bei Heilung? Okay, Heilgegenstände, mehr Gesundheit regenerieren. Auch hier nochmal Heilung kurz vor dem Tod, auch wenn ich noch nicht so ganz genau weiß, was es sein soll. Okay, noch eine zweite Chance. Ah, okay, man verwendet automatische Spritze, auch das sehr interessant. Genau, wie gesagt, wir schauen uns mal alles an. List, das ist jetzt das Letzte, was wir noch anschauen. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche. Interessant, ja. Kann man sich auf jeden Fall auch überlegen. Flaschen in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Das klingt auch interessant, aber es funktioniert nicht bei allen Angriffen. Schade. Auch das wäre interessant, dass man schneller läuft. Ich glaube, ich mache fast unauffällig, dass wir erstmal leiser sind. Oder? Halten, verbessern. So, ja, wir machen das einfach mal. Okay. Alles klar, da hätten wir das mal gemacht. Und dann gehen wir auch schon mal wieder raus. Da, okay. Wo landen wir jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Wenn wir das umdrehen, ist wieder nur der Rollstuhl da. Aha, interessant gemacht. 200 grünes Gel bleibt uns noch. Leider nicht allzu viel. Oh, was hier passiert? Auch hier, wir speichern nochmal. Ich weiß nicht, ob das Leveln gespeichert wird, aber zur Sicherheit speichern wir einfach nochmal. Ja, diesmal überschreiben wir, weil wir eigentlich wirklich nichts großartig Neues gemacht haben. Und dann gehen wir wieder durch den Spiegel zurück. So, und wir sind wieder hier gelandet. Okay, und ich glaube, wir sollten jetzt mal hier rausgehen. Wir sollen jetzt den Kommunikator verwenden. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Taste der ist. Tab können wir erstmal drücken. Hier haben wir auch schon eine ganze Menge. Wir haben erstmal die Karte, das ist der Unterschlupf, hier sind wir gerade. Genau, Hier ist Mobius Transporter, Hüter, Armbrust. Okay, da können wir also jetzt eine Waffe bekommen, eine Armbrust. Kann man die hier irgendwie, mit Rechtsklick kann man die schon mal nicht. Ich würde die gerne irgendwie markieren, aber ich glaube, das geht nicht. Na gut, wartet mal. Haben wir noch irgendwas? Untersuche die Mobius Resonanz. Das ist, glaube ich, das hier, ne? Ah ne, das ist das. Okay. Ja, da gehen wir, glaube ich, zuerst mal hin. Das würde mich mal interessieren. Genau, kann ich das hier irgendwie als aktiv schalten? Keine Ahnung. Okay. Inventar. Okay, das haben wir jetzt aktuell. Auch das ist interessant. Informationen, Erinnerungsfragmente, Tutorials. Auch das ist praktisch. Da muss ich mir vielleicht ein paar nochmal anschauen. Das machen wir sicher nicht jetzt direkt im Let's Play, würde ich sagen. Okay, hier sehen wir noch, wie oft wir schon gestorben sind. Zweimal nur. Ja, wir sind schon öfters gestorben, oder? Oder ist es nur die heutige Session? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja, okay, hier hat man halt noch verschiedene Informationen, genau die Statistiken. Null Stolperdrähte ausgelöst, aber ich glaube, wir hatten auch noch keine. So, okay. Na gut, dann. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Aber okay, jetzt haben wir hier das Ding noch. Noch hier kann man jetzt irgendwas erfassen. Dafür müssen wir R drücken. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Bestimmt nicht. Bestimmt ist es irgendwer anders. Hier haben wir noch was. Ah, die Abtrünnigen. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los.
Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Okay, das wollen wir zuerst anschauen. Das scheint eine Nebenmission zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das wieder wegmachen kann. Ach so, G. Ich habe vorhin G gedrückt, aber es war noch nicht aktiv, deswegen. Okay. Also wir können jederzeit G drücken und quasi... Alter, was ist hier schon wieder los? Huch. Eine Sequenz. So auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Wir müssen dieses Signal finden. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt schon wieder die Richtung, weil wegen der Cutscene weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung wir hier schauen. Wir haben hier noch eine unbekannte Resonanz. Auch das schauen wir uns noch an. Aha. Ein toter Mobius Operative. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Mit G müssen wir uns wieder einpacken. So, es war die Richtung, ne? Mhm. Okay, da kommen wir eh nicht wirklich weiter. Da ist eine Flasche. Oh, hier haben wir so eine Statue. Ich glaube, die muss man irgendwie zerstören. Aber ich fürchte fast, man muss drauf schießen. Kann das sein? Ah, ne, es geht auch so. Nehmen. Genau. Wir haben jetzt einen Leichenschrankschlüssel. Mit diesem altmodischen Schlüssel kannst du Leichenschränke in Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Das klingt super schön. Genau das hatte ich vor. Ich bin so froh, dass wir diesen Schlüssel gefunden haben. Genau, es sind diese Statuen, die muss man einfach zerstören. Und dann kriegt man einen Schlüssel. Ja. Und dann kann man irgendwelche Leichenschränke öffnen. Super. Ich weiß noch nicht, wie offen das jetzt gerade gestaltet ist. Können wir zum Beispiel einfach so in so ein Häuschen rein? Oh. Können wir, glaube ich. Aber die Frage ist, wollen wir das gerade? Hm, vielleicht eher nicht. Ich möchte erstmal diese Nebenmission machen, danach schauen wir uns in Ruhe um. Winter Soda. Union Spell. Septic Service. Mhm. Oh, da vorne sehe ich doch schon mal... Kollegen. Ich müsste eben im Schleichen schneller sein. Das wäre praktisch. Und ich nehme hier, war hier nicht noch irgendwo eine Flasche? Ich meine, irgendwo da vorne war eine Flasche. Genau, die nehmen wir gerade mal mit. Genau, und dann gehen wir gerade wieder zurück. Okay, wir haben da einen, der an der Leiche zehrt, das sehe ich schon mal. Und einen, der einfach rumläuft, neben mir. Oh je. Da ist doch schon wieder die Hölle los. Ja, wie gehen wir da jetzt am besten vor? Kann ich das? Ah ja, kann ich. Wohin müssen wir überhaupt? Auch hier ist nochmal was. Nein, das ist der tote Mobius Operative. Wir müssen da vorne hin einerseits... Und hier kommt nichts mehr, aber doch jetzt. Was haben wir hier noch? Und da ist der Transporter, okay. Ja, wir haben hier eine ganze Menge Zeug. Okay, ich versuche mich mal langsam ranzuschleichen. Vielleicht auch vorbeizuschleichen, je nachdem, wie es funktioniert. Eigentlich würde ich die zwar gern aus dem Weg räumen, aber auch das sind schon wieder ziemlich viele. Und vielleicht können wir die einfach mit der Armbrust wegschießen nachher. Das wäre ja eigentlich auch ganz spaßig. So, ich hoffe, hier ist jetzt niemand hinter der Ecke. Das wäre jetzt etwas ungünstig. Okay. Hier ist ein Kollege, der hat hier irgendwie Zeug. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Ja, oh ja. Was haben wir denn da für ein schönes Ding? Oh, hochautomatisiert auf jeden Fall. Okay, die Hüterarmbrust und noch eine Errungenschaft. Okay, zielen, spannen, loslassen. Bolzentyp wechseln. Genau, es gibt verschiedene Bolzentypen.
Die meisten dienen als Annäherungsminen, nachdem sie auf eine Oberfläche abgefeuert wurden. Sebastian löst keine Annäherungsminen aus. Das ist schon mal sehr gut, sonst würde ich sicher irgendwann selbst mich damit in die Luft sprengen. Wenn du einen Bolzen der Hüterarmbrust auf einer Oberfläche abfeuerst und sich genau gegenüber eine weitere Oberfläche befindet, erschaffst du eine Stolperdrahtfalle. Ein roter Laser beim Zielen zeigte an, wo der Stolperdraht entsteht. Okay, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber... wir können umblättern. Okay, Schockbolzen, genau. Einen elektrischen Schock. Mhm. Der überspringt auf die Gegner und betäubt. Aha. Aber ganz ausschalten lassen sie sich damit wohl nicht. Na gut. Mal schauen, ich glaube hier haben... Oh, es bricht schon wieder irgendwas zusammen. Leute, das war einfach nur der... Okay, wir haben einen Harpunenbolzen. Was macht man mit dem? Mhm. Okay, die machen einfach kein Geräusch. Ja, das kann in der Tat nützlich sein. Noch ein Harpunenbolzen. Kommen die hier irgendwo rum oder gehen die wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Ich würde ihn gerne ausschalten. So, kriegen wir das hin? Ja! Den hätten wir. Sehr schön. Okay, einer weniger. Ich bin wirklich über jeden froh, den wir hier irgendwie ausschalten können. Dann schleiche ich mal wieder ganz schnell weg. So. Ah, da vorne, die hat, glaube ich, Verdacht geschöpft, aber ist noch nicht so ganz... Ich glaube, die ist doch. Ich glaube, man erkennt es, wenn die Augen rot werden. Dann haben sie einen erkannt, glaube ich. Nur jetzt sehe ich sie nicht mehr. Okay, da hinten. Oh, haben wir die? Nein, das ist immer das Problem. Die fallen zwar auf den Boden, aber... Hallo, ich möchte einmal einen Nahkampfangriff. Mann, nicht... Ein einzelner Gegner. Es ist wirklich ein bisschen... Das ist das Problem, wenn die quasi zu Boden fallen, sind sie deswegen leider noch nicht tot. Davon könnte man zwar ausgehen, aber dem ist leider nicht so. Das Problem ist, unser ganzer Fortschritt von gerade eben ist es wahrscheinlich auch wieder verloren. Von dem her... Ah ne, hier wird gespart. Ah, das ist gut. Okay, ein bisschen gnädig ist das Spiel doch. Hier kriegen wir wieder die ganzen Tutorials. Das ist auch sehr freundlich. So. Wir bräuchten hier so einen blöden Annäherungsbolzen. Dann könnten wir hier ja die ganz schön alle der Reihe nach ausschalten. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Na, sag ich doch. Und jetzt wollen wir dich ausschalten. Hoffentlich klappt es diesmal etwas besser. So. Ich schleiche diesmal ganz langsam zurück, dass sie mich ja nicht entdecken. Okay, das hätten wir schon mal. Dann, oh, ich habe jetzt aber vergessen, die grüne Suppe einzusammeln. Okay, ich wähle mal die Flasche aus. Werf sie mal... Ja, das ist die Frage. Damit kriege ich sie noch nicht so gut angelockt. Da hinten ist nämlich eine, aber die ist zu weit weg. Und die Gehirnsuppe müssen wir noch einsammeln. Die möchte ich nicht liegen lassen. Gehirnsuppe ist sehr wichtig. So, kommt die jetzt? Hat sie das gehört oder hat die es nicht gehört? Die hat es nicht gehört. Toll, ich glaube, ich habe einen Tick zu... weit weggeworfen. Verdammt. Na gut, die Flasche war jetzt schon mal nicht so nützlich für uns. Die Frage ist, wie weit können wir uns sehen? Kann uns die zum Beispiel gefährlich werden? Oder sieht die einfach nicht so weit? Ja, ich würde sagen, wir probieren es mal. Okay, da ist die natürlich auch noch. Auch die würde ich gerne noch ausschalten.
So, wir können da drüber klettern. Ob das die beste Idee ist, weiß ich nicht. Ja, da kommt sie. Ah, ich glaube, sie hat so ein bisschen was gewittert, aber... Doch, sie rennt straight zu uns. Und weg. Und abhauen. Ja, es geht schon wieder gut los. Okay, aber ich glaube, sie hat uns nicht... Doch, sie hat uns bemerkt. Ein weiteres Mal die Schießkünste testen. Alter, die bewegt sich einfach so viel. Die ist immer noch nicht tot, das weiß ich. Och, jetzt doch nicht. Oder doch? Vorerst, vielleicht doch. Wenn sie grüne Suppe fallen lassen, dann sind sie tot, glaube ich. Okay, eine weitere ist weg. Ja, wie gesagt, wir kommen langsam voran, aber wir können natürlich hier nicht durchwaschen. Das wird gar nicht funktionieren. Darauf, ja, das wollen wir auch gar nicht machen. Sonst hätten wir einen anderen Schwierigkeitsgrad auswählen müssen. Sondern wir wollen langsam und behutsam nach und nach die ausschalten. Wir könnten eigentlich auch mal die Armbrust nutzen. Die sollte ich mir aber erstmal, ups, zuweisen. Bolzentyp. Ach, ich muss die Bolzentypen wählen, glaube ich. Improvisieren, Schockbolzen. Huch. Bolzentyp. Kann ich das jetzt hier auf die 5 machen? Und dann, wenn ich jetzt die 5 drücke... R, Bolzentyp. Ah, okay. Wir haben den normalen und wir haben den Schockbolzen. Wir testen mal so einen normalen Bolzen. Maus 1 halten, Reichweite anpassen. Oder sind wir da nicht eigentlich ein Ding, wie weit das ist? Moment. Hat man das nicht gerade eben noch gesehen? Oder bin ich jetzt komplett blöd? Wahrscheinlich ist es letzteres. Auf Let's fliegt der Bolzen weiter. Ah. Ah, die bewegen sich leider immer so viel. Gut, es sind mehr oder weniger eine Art Zombies. Die bewegen sich tatsächlich nicht ganz so stark, aber stark genug. Okay, so kann man auf jeden Fall schießen. Die ist auf jeden Fall schon mal verletzt, aber es reicht natürlich nicht. Gut, jetzt haben wir einen wertvollen Bolzen verbraucht, aber... Ich lade auch hier mal nach. Wir mussten ja mal so ein bisschen testen, wie das genau funktioniert. Nur das Tutorial zu sehen, reicht da noch nicht. Da weiß man leider immer noch nicht so richtig, wie es genau abläuft an dem richtigen Spiel. Deswegen, jetzt wissen wir es zumindest. Oh, die kommt hierher. Die hat definitiv was gewittert. Komm schon. Arx. Jawohl, das war ein Headshot. Ich habe das Gefühl, da kommt noch jemand. Irgendwie habe ich so das ganz schlimme Gefühl, da kommt noch jemand. Okay, haben wir die? Ja, auch die haben wir. Sehr gut. Okay, langsam. Ich komme langsam rein. Wie gesagt, wir müssen langsam vorgehen, aber dann geht's auch. Solange hier niemand ist, okay. Ja, können wir hier zumindest die Gegend... Ja, eine Axt. Ja, eine Handaxt. Wenn du eine Handaxt erhalten hast, ersetzt sie im Kampf vorübergehend das Feldmesser. Manche Gegner tötet sie sofort. Geht nach einmaligem Gebrauch aber zu Bruch. Natürlich, so eine Axt geht sofort kaputt. Handäxte sind an verschiedenen Stellen in Union zu finden oder können Gegnern abgenommen werden. Sehr gut, okay. Damit sind wir, haben wir jetzt zumindest einen... Plan B quasi. Wenn alle Stricke reißen, hauen wir einfach irgendwem die Axt rein. Dann müssen wir, glaube ich, einfach nur einen Linksklick machen, wenn da einer gerade da ist, und dann nutzen wir auch schon die Axt. So. Okay, ich weiß noch nicht, ich kann nicht so richtig einschätzen, ob wir die Kartons zerstören können, ob wir da was nehmen. Alter, was ist das? Ob wir die zerstören können oder nicht. Auf jeden Fall ist hier irgendeine Frequenz. Da drin ist noch irgendwas. Die Frequenz von da vorne, oder was soll uns das genau sagen? Ah ja, jetzt sehe ich den Pfeil. Genau, jetzt kann ich hier die Deckung wechseln. Aber es geht nicht immer. Es ist sehr komisch, die Steuerung da. Hallo? Es geht echt... Also es ist noch sehr... Ja, ich finde die Steuerung so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Jetzt geht's, aber ich darf nicht zu weit an die Ecke. Dann geht's nicht. Ja, wirklich so ein bisschen merkwürdig.
Das sind jetzt zwei, das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Wir können einem die Axt in den Kopf rammen, haben aber immer noch einen, der da irgendwie verfügbar ist. Wir haben hier diese, ich glaube, das sind die Frequenzen. Oh. Der war jetzt schon sehr nah gerade. Das war, da hat man jetzt sogar nochmal Glück. Oh, man kann die verschieben. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Aber im Prinzip haben wir eine Deckung, die wir verschieben können. Okay, wir haben da vorne den einen mit dem Feuer. Der ist sicher ganz gefährlich. Der wirft zwar sein flammbares Ding und dann stehen wir ziemlich schnell in Flammen. Komm schon, ich möchte hier noch so ein bisschen vorankommen. Ich habe leider, hier ist leider keine Flasche. Sonst könnte ich versuchen, den so ein bisschen anzulocken. Aber ich habe hier nur so ein Herz oder was das ist. Das kann ich auch leider nicht einsammeln. Ach komm schon. Ich würde ihn eigentlich sehr gerne... Ich kann mich auch hinter diesen Kisten nicht in Deckung gehen. Auch sehr logisch. Oh oh. Oh oh. Nein, lad nach. Den einen hätten wir, aber der flammbare Typ... Okay, unsere Munition ist schon weg. Und da hinten brennt's. Brennt er wenigstens selbst auch. Ich renne mal lieber noch ein bisschen weiter weg. Okay, wir haben immer noch unsere Axt. Ach du Scheiße. Da sind gleich zwei hinter uns her. Und wir haben keine Ausdauer mehr. Einer wäre kein Problem. Einer wäre wirklich kein Problem. Aber zwei? Warum sind die so schnell? Ach du Scheiße. Ich gehe schnell zurück zu unserem Unterschlupf von unserer Kaffeemaschine. Schneller, schneller. Ich weiß nicht, wie... Also sie sind auf jeden Fall noch hinter uns her. So viel kann ich sicher sagen. Wir haben leider halt gar keine Munition mehr. Wir brauchen mehr Munition. Erstmal einen Kaffee, würde ich sagen. So, irgendwann ist hier wahrscheinlich auch die Hölle los in diesem Ding. Sind auch irgendwelche Monster da. Hat die Kaffeemaschine mittlerweile neuen Kaffee gebrüht? Ja, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, dann machen wir im nächsten Part, glaube ich, weiter. Dann trinken wir noch einen netten Kaffee und dann, ja, müssen wir uns erstmal, oder ich muss mich von dem Schreck gerade erholen. Puh, und neue Munition craften. Das machen wir auch gerade noch. Ganz kurz, dass wir im nächsten Part direkt durchstarten können. Herstellung, Pistolenmunition. Ah, gut, ich stelle erstmal 10 her. Mal wieder. So, dann muss ich das noch ganz kurz in der Waffe auch laden. Okay, dann wäre es das erstmal. Im nächsten Part geht es weiter. Dann hoffe ich, dass wir da alles freiräumen können. Und dann können wir auch endlich mal die Nebenmission machen. Und bis dahin wäre es das erstmal für diesen Part. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ciao.